Nur für euch. Go! Gib mir den Scheiß, den besten Scheiß ever. Oh mein Gott. Er hat sie dann vorher gekillt. Was ist hier los? Was ist das für ein Ding? Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich für eine weitere Party auf meinem wunderbaren Kanal. Hallöchen, wie geht's denn so? Wir sind wieder zurück. Wir schauen mal kurz auf den Shop, da haben wir so ein Angebot, und zwar eine legendäre Kiste von Burg 7. Werde ich mir gleich auf jeden Fall mal gönne, nur für euch, weil ihr die krassesten seid natürlich. Ebenso habe ich die Dryade drin, eine seltene Karte. Wir haben letztes Mal das Deck getestet, und zwar dieses hier, mit den Dryaden dazu, was einfach gar nicht funktioniert hat, weil sie einfach nicht krass genug ist dafür. Sie hält nicht genug aus, sie wird vom Dämon zerbumst von anderen Sachen, deswegen möchte ich jetzt gerne das Ganze nochmal testen mit diesen hier. Ich weiß so sehr, dass mein entfesselter fucking Dämon einfach nur Level Nummer 1 ist. Ich weiß, es ist total schlecht. Trotzdem will ich dieses Deck mal testen, weil es stark ist. Aber auch, es ist Nubla, ich weiß nicht. Wir sind noch kurz hier so bei 4000. Das ist okay. Wie gesagt, ich habe 4200 easy, ohne Probleme geschafft mit dem Rush-Deck. Da kann man echt, also, ich will ja nicht sagen von wegen, ich bin so krass, ich packe einfach alles. Nein, aber ohne Witz, Leute, ohne Witz. Mit dem Deck kann man auf jeden Fall, den Rush-Deck kannst du so leicht nach oben kommen. Also ich denke 4-2, 4-3, 4-4. So, das ist so dann 4-5 vielleicht sogar noch. Das sind so die Grenze, die man packt, wenn man ein bisschen weiter übt. Vielleicht sogar, das ist so krass, das Deck, ohne Witz. Also das ist nicht jetzt krass von wegen, boah, total die geilen Karten. Aber man fickt einfach jeden weg. Es ist einfach lächerlich, diese Rush-Decks. Sollen genervt werden, ich hoffe, das machen mal die Entwickler hier. Android-Release steht ja auch so langsam vor der Tür, Leute. Wir nähern uns so langsam, aber sicher. Dann kommt der. Ich hoffe, dann zockt ihr auf jeden Fall noch. Obwohl viele natürlich sagen, ich will jetzt nicht mehr. Natürlich auch ein richtig scheiß Zeitpunkt. Ist klar, die Sonne scheint draußen. Mega geiles Wetter. Die Leute gehen halt lieber nach draußen und lieber ins Freibad und keine Ahnung und machen lieber irgendwie was anderes mit Freunden zusammen draußen und dann bringen sie das Game raus. Es ist total schlecht, sowas. Weil jeder weiß, ich als YouTuber, ich habe ja schon mehrere Jahre hier YouTube gemacht. Als Beispiel, als YouTuber hast du im Sommer mal gar keine. Also im Verhältnis dazu sehr wenig Abonnenten, Klicks und so weiter und so fort. Und das gleiche ist natürlich auch bei Mobile Games, obwohl Mobile nimmst halt mit. Aber trotzdem ist ja Videos ja auch, kannst ja auch mit dem Handy gucken. Aber trotzdem ist logisch, dass Leute lieber was draußen machen, macht auch lieber was draußen. Ist natürlich wesentlich geiler, als in der Bude zu sitzen oder irgendwie draußen mit dem Handy, ist natürlich auch nicht so gut. Deswegen total dumm. Total dumm, eine von den Entwicklern. Erstens, uns so lange warten zu lassen, beziehungsweise euch auf den Android-Release und zweitens einfach jetzt rauszubringen. Total dumm. Aber naja, was willst du machen? Wir sitzen da nicht drin, wir können nichts dran ändern. Mal kurz abgecheckt hier, was haben wir hier? Übrigens, ich habe keine neuen Informationen von den Entwicklern. Ich habe keine E-Mail bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, was los ist. Ich hoffe doch mal, es wird sich nicht verschieben. Weil wenn sich das Spiel nochmal verschieben wird, der Android-Release, dann ist das Spiel, glaube ich, komplett tot. Werden wir auf jeden Fall 18 Jobs nochmal kurz diese Silberkiste hier öffnen. Warum wir was können, wir dick YouTube-Money besitzen. Wir sind ja reich, Affenpirat. Na klar, scheiß doch überall drauf, mein Freundchen. Ab in den Shop. Und ich würde sagen, für euch werde ich jetzt diese legendäre Kiste öffnen. Nur für euch. Go! Gib mir den Scheiß, den besten Scheiß ever. Was ist denn legendäre Karte? Achso, die ist ja immer drin. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben der Phönix. Oh mein Gott, jetzt brauche ich noch einmal, um ihn abzugraden. Richtig geil, das ist die Schlagsahne mit einer roten, geilen, brennenden Kirsche oben drauf. Naja, geht. Ja, haben wir den bekommen? Den schönen Phönix, läuft auf jeden Fall. Wie findet ihr den Phönix allgemein? Meinung in die Kommentare? So, Deck ist das angepasst hier auf den Kollegen. Wir können ja just for fun, weil wir krass sind. Wir sind krass. Wir öffnen eine magische Kiste und hoffen wirklich, dass wir den Dämon bekommen. Einmal jetzt für euch, komm, nur für euch. Denn mal ist nur einmal im Jahr. Was haben wir hier? 18 mal die Steinstatue. Was für eine beschissene Karte, braucht kein Mensch. Alter, der Affenpirat, willst du mich verarschen? Komm, entfesselter Dämon. Komm, Leute, glaubt ihr an mich? Glaubt ihr an das Herz der Karten? Bitte, bitte, bitte. Nein! Shit, shit, okay, eine geht noch. Eine geht noch. Eine für euch. Für euch geht noch eine. Nur für euch. So, hier haben wir Windstoßbombe. Das Lächeln. Also 1500 Bomben brauche ich, um abzugraden. Jetzt komm, entfesselter Dämon. Komm, komm, komm. Nein, ich kann nicht mit dem Friedhof die Wiederbelebung upgraden. Na egal, wir haben es versucht, deswegen teste ich jetzt kurz das Deck hier. Und ein Level 1 Dämon ist, glaube ich, total schlecht. Total schlecht. Der kostet nur 3. Die Dryade Waldgeist kostet 4. Mal looken. Ich habe schon mal nichts, um ihn zu buffen. Ich kann ihn zumindest am Leben halten, das ist schon mal gut. So, jetzt kommen wir hier. Wir starten mal mit dem Kollegen. Wer ist der Kollege? So. Ich kann ihm helfen. Leben, ja, ich kann ihn noch nicht buffen. Ich kann ihn noch nicht buffen, Leute. Ich kann ihn noch nicht buffen. Okay, sehr geil. Total geil. So, nächster Kollege kommt. Total geil.
Okay, wir werden ihn auf jeden Fall am Leben halten. Ich brauche eigentlich jetzt wieder etwas. Ich hoffe, er hat nicht noch einen Dämon auf Wand. Ich brauche erstmal. Ich möchte ihn gerne buffen. So, das ist schon mal gefreezt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist bloß, ich kann ihn immer noch nicht am Leben. Weil jetzt der zweite Dämon kommt, habe ich wieder verkackt. Okay, zumindest kann ich ihn jetzt mal hochbuffen. Das ist schon mal einigermaßen okay. Das ist einigermaßen okay. Okay, das ist der Damage. Das gefällt mir nicht. Hier mache ich kurz den drauf. Der nächste Buff. Nächste Wiederbelebung von ihm. Nicht so gut. Nächster Freeze. Ist okay, wir spielen das so. Oh mein Gott. Okay, richtig gut. Alter, der Metamorph war ja so gut. Habt ihr den Metamorph gesehen? YOLO, ich brauche Heal. Fuck my fucking life. Fuck my fucking life. Oh Gott, ich habe den Flächenstand rausgehauen. Er kommt mit den Skeletten. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt bitte kein Dämon. Ich habe 3 entfesselte Dämon hier. Ich brauche einen Heal. Okay, nochmal hochbuffen den Kollegen. Ja, 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 ja. Oh Gott. Gott, lebe, lebe. Noch ein Dämon. Bekomme ich den ganz großen? Ne, ist okay. Ist okay. Alter, 15. Er ist down. Fuck my life. Dann buffe ich den hoch. Level 4. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat sie dann vorher gekillt. Was ist hier los? Was ist das für ein Deck? Oh mein Gott. Mit Level 1 entfesselten Dämon. Alter Schwede. War da oben schon immer so eine Krone? War die Krone... Habe ich mir die nie aufgefallen? Ist sie neu? Leute? Kurz räuspern, Entschuldigung. Ist das diese Krone da oben? Ich bin gerade total verwirrt. War die immer schon da? Das sieht irgendwie anders aus. Aber ihr seht, das Deck ist halt aua, ne? Deck ist halt richtig aua, Mann. So, Leute. Ich habe gerade ein bisschen geübt mit dem Deck. Ich muss sagen, ich kassiere das Maß... So, Leute, ich habe gerade ein bisschen geübt mit dem Deck und ich muss sagen, ich kassiere nur des Todes. Geht die ganze Zeit einen voll auf und sagt, entweder haben sie einen Dämon auf der Hand oder entweder haben sie die Schwatte auf der Hand. Jedes Mal. Und jetzt dauert noch so lange, bis ich ein Game finde. Die Server rasten gerade auch komplett aus. Ich bin gerade hier am Eskalieren, Leute. Am komplett Eskalieren. Ich will jetzt gerne aus dem Fenster springen und jemanden in die Fresse kotzen. Sorry für diese Ausdrücke, aber muss gerade einfach sein. Und jetzt seht ihr das schon wieder. Das ist auch so ein Problem. Man zieht ihn dann halt einfach nicht, ne? Man zieht ihn einfach nicht. Was ist denn, wenn man den entfesselten Dämon nicht zieht? Was macht man dann? Dann hat man halt einfach die Arschkarte. Jejejei. Total nervig. Total nervig. Sowas freest er bestimmt gleich. Na gut, ich kann auch freezen. Das ist gar kein Problem hier. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, hier mit einem... Kommt jetzt... Ich setze den Inferno sein Ei down. Seine Kollegin ist auch down. Guck mal, noch irgendwas droppt hier auf der Lane. Scheinbar nicht. Dann machen wir da... Oh, jetzt droppt er noch was. Halte ich mal wieder hoch hier den Kollegen. Wunderbar. So gefällt mir das. Bitte nicht noch ein Freeze. Habe ich keinen Bock drauf. Als Wiederbeleben noch ekliger. Dankeschön. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Mach ihn down. Und das meine ich. Das meine ich. Du hast einen komplett bis nach oben gepushten Kollegen. Und was passiert? Es kommt eine Schwatte. Es kommt eine Schwatte und vernichtet dich einfach. Total ärgerlich. Jetzt kommt er doch mit so einem Scheiß. Hab ich Luck? Ich habe keinen Luck. Ich habe keinen Luck. Nein. Habe ich jetzt Luck? Ich habe wieder keinen Luck. What the fuck? Ich will die Kollegin haben. Die junge Dame möchte ich gerne. Jetzt kommt noch ein Drache. Wow. Und noch ein Freeze. Okay, wir haben verloren. Und ich krieg wieder den entfesselten Dämon. Wenn ich ihn nicht brauche, bekomme ich ihn jedes Mal. Ihr seht es gerade eben, das Deck... Es ist so anstrengend. Ohne Witz, Leute, ich will es nicht mehr spielen. Es gefällt mir gar nicht. Es gefällt mir gar nicht. Null. Es ist so ein... ne? Mehr so... Und... ich hab keinen Bock drauf. Das Deck ist ja so nervig. Man kriegt ja nur Depression durch das Deck. Also man denkt schon fast an selbst... Und ich nicht. Oh Gott. Ich kann es nicht spielen. Sorry, Leute, ich höre jetzt auf. Ich lasse es. Und werde jetzt kurz mal wieder jetzt, ja, jetzt gehe ich kurz auf meinen Rush-Deck hier wieder, werde damit ein bisschen zocken und werde mich dann in nächster Zeit wieder mit einem Drachen beziehungsweise mit anderen Decks anfreunden, aber nicht mit diesem Deck, auf gar keinen Fall, ey, das ist ja der Horror, da hat man ja gar keinen Bock, man ist ja so dermaßen, man muss immer Glück haben, man muss immer Karten ziehen, richtig, sonst hat man die Arschkarte, natürlich bei meisten Decks ist es auch so, aber nicht so krass abhängig davon, das ist ja unnormal.
muss so viel Glück haben. Er kopiert sich einfach einmal die junge Dame. Gefällt mir. Ist okay. Mr. DDS. Jetzt bin ich unter 4000 Pokale. Jetzt bin ich ein Noob. Jetzt bin ich ein richtiger Noob. Ja, einfach Elber. Alle haben so hohe Skelette. Warum kann ich damit nicht? Ich hab nie so hohe Skelette. Nie. Ich will auch so hohe Skelette, damit ich mal irgendwie was gewinne. Damit ich der allerbeste Pokémon-Trainer aller Zeiten werde. Ja, Mr. DDS, das war's dann wohl. Ja, der Lars kann nur mit Rushdeck gewinnen. Das ist ein totaler Noob. Ja, dann habt ihr, glaube ich, meine anderen Videos nicht gesehen. Dann habt ihr auf jeden Fall nicht meine anderen Videos gesehen. Und weiter geht's hier. Man muss, ich sag's ja immer wieder, ne? Das ist aktuell einfach das stärkste Scheiß, den es gibt, ne? Diese Rushdecks. Der stärkste Scheiß, den es gibt. Ich wünsche euch mal ein Hallo hier und natürlich ein viel Erfolg, mein Freundchen. Ich hoffe doch mal, wir werden zusammen irgendwann den Sonnenuntergang entgegenreiten. Nackt auf einem Pferd. Oder auf einem Einhorn, ist mir egal. Kann er irgendwann. Oh, not bad. Not bad. So, machen wir es so kurz. Alles Klärchen. Wir fragen uns, ob er noch Flächenschaden hat. Hat er noch Flächenschaden? Das ist die nächste Frage. Ich glaube ja gerade irgendwie nicht mehr dran, dass er noch Flächenschaden hat. Wow. Alter Schwede. Flächenschaden auf Doom. Richtig krass Flächenschaden. Not bad. Not bad, my friend. Not bad. So. Ist klar unsere Taktik. Einfach ins Gesicht geben. Mehr können wir nicht. Okay, wir haben gewonnen, alles Klärchen. Ja, ist halt so, ne? Große Kiste, alles Klärchen, kriegen wir so noch was. Und jetzt kriegen wir die große Siegeskiste, glaube ich, zum ersten Mal zu Gesicht. Mal schauen, was wir hier haben. In der großen Siegeskiste. Vielleicht jetzt entfesselte Dämon, damit wir das Deck ein bisschen besser kriegen, beziehungsweise ein bisschen besser spielen können. Skeletter am Start hier. Achtmal die Piratendame und... Wow, jetzt bekommen wir ihn sogar mal. Das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen, dass wir ihn dann wieder spielen können, oder? Oder wieder dermaßen einen auf den Sack bekommen, eins von beiden. Wo ist er denn hier? Da, jetzt können wir ihn upgraden hier für 400. Ja, Level 2. Ich denke mal, ich werde das Deck erstmal so abspeichern, vielleicht noch minimale Änderungen machen. Und wenn mein Emphasizer Dämon etwas höher ist vom Level her, dann werde ich das Deck nochmal testen, aber jetzt erstmal nicht. Wir haben natürlich noch unser Ork-Krieger-Deck. Das finde ich noch so geil, das Deck, Leute. Das spiele ich auch noch. Ein Game noch kurz damit hier. Das finde ich ja auch noch so geil. Das war das Deck, womit ich, glaube ich, das erste Mal... Hatte ich damit das erste Mal 4000 geschafft? Ich glaube schon, das war das Deck. Aber das ist auch ein richtig geiles Deck. Natürlich auch super, super kartenabhängig. Man muss den Ohrkrieger haben plus die junge Dame als erstes. So auf der Starthand. Zum Beispiel der Schwatte hier oder der Dämon ist auch ganz gut, aber der Schwatte bringt halt nothing. Nicht, ja, nicht, blöd, brauchen wir nicht. So, hier ist hier ein Deutscher. Erstmal hier... Gutes Spiel und erstmal hier und ein Hallo und viel Erfolg und ups und alles. Jetzt irgendwas zum Heilen am besten haben wir nicht. Wir können euch jetzt so rausklatschen, das ist schon mal gut. Gucken, was passiert. Was spielt er? Nix? Nix? Okay, Blitz. Jetzt hat er noch einen Blitz. Lol. Er hat einfach geblitzt und ich spiele jetzt den Schwatten. Wenn er jetzt noch einen Blitz hat, natürlich GG. Wenn nicht... Oh Gott. Wow. Wirklich? Ist das gerade wirklich passiert? Das ist gerade wirklich passiert. Oh mein Gott, das ist echt gerade wirklich passiert. Oh mein Gott. Ja, Mr. Jones, tut mir leid, aber das ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Das ist richtig ärgerlich, was hier gerade passiert. Das ist mega ärgerlich. Sorry dafür, aber was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass es jetzt so passiert ist. Es tut mir wirklich leid. Jetzt kommen die Pfeile auf Doom. Reichen die Pfeile auf Doom? Pfeile auf Doom reichen sogar. Trotzdem natürlich können wir jetzt hier von allen Lanes hier nochmal angreifen. Das sieht nicht schlecht aus für uns. Die Kiste werde ich freezen, der werde ich heilen. Hier nochmal kurz den hinterher. Jetzt kommt, ja, okay. GG. Gutes Spiel. Da sieht man, das Deck ist auch stark, aber er hat den absolut beschissensten Scheiß ever gezogen. Deswegen habe ich hier nur gewonnen. Egal, Leute, ich muss jetzt was essen hier. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Würde mich immer freuen. Seid ein Haufen Supernasser Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.